Viertes Mantra. Mein lieber Bruder, sprich nicht über weltliche Dinge. Weltliches Geschwätz ist abscheulich. Es gleicht einer Dirne, die deinen gesamten Reichtum an Weisheit stiehlt. Befasse dich nicht mit Gesprächen über Befreiung. Sie sind wie eine grimmige Tigerin, die die Seele verschlingt. Und halte dich auch fern von Lakshmis Gemahl Shri Narayana, denn Zuneigung zu ihm wird dich nach Vaikuntha führen. Verehre stattdessen hier in Vraja Shri Radha Krishna, die ihre Diener mit dem Juwel ihrer Liebe segnen. Dieser vierte Vers beschreibt drei Hindernisse auf dem Weg zur reinen Liebe. Erstens Mati Sarvasva Harani, Asat Varta Veshya. Die Dirne weltlichen Geredes stiehlt den Reichtum an Weisheit. Wie eine Prostituierte ihren der Lust verfallenen Verehrer um sein Hab und Gut bringt, so beraubt Geschwätz den Sadaka seiner guten Intelligenz. Spirituelle Intelligenz unterscheiden zu können, was für spirituellen Fortschritt gut und was abträglich ist, ist der Reichtum des angehenden Gottgeweihten. Über andere Dinge zu reden aber, über dies und jenes sich zu unterhalten, verdirbt solche Weisheit. Denn es lenkt die Aufmerksamkeit auf die Welt der Sinne und auf Befreiung. Flüchtige materielle Freuden nennt man Asat, ohne wirklichen Nutzen und Wert. Geld und Güter zu horten, sich mit Frauen einzulassen und mit Männern, die Frauen verfallen sind, Bücher zu studieren, die das Vergängliche preisen und selbst Umgang mit Gottgeweihten, die nur den Namen nach Gottgeweihte sind, in Klammer, wie den Sinnen verfallene Haushälter oder Entsagte, die am liebsten zu jungen Frauen predigen, all das gehört zu Asat Varta, Streben nach dem Wertlosen. Shri Rai Ramananda, Shriman Mahaprabhus rechte Hand, legte uns nahe. Padyavali 14. Ihr Menschen reinen Herzens, spirituelle Intelligenz, die in Gottesliebe gründet, ist selten und kostbar. Wenn sie irgendwo zu haben ist, kauft sie auf der Stelle, zögert nicht. Der Preis, der euch dafür abverlangt wird, ist Begierde. Ihr müsst begierig sein, die Liebe von Vraja zu kosten, denn sonst könnt ihr nie und nimmer bezahlen, nicht einmal mit Millionen von frommen Werken. Zweitens Sarv Atma Gilani Mukti Yagriya Katha. Erörterungen über Mukti sind eine Tigerin, die die Seele verschlingt. Das Wort Mukti hier bedeutet Brahma Nirvana oder Sayujya Mukti, in das Göttliche einzugehen. Mühelos verzerrt solche Mukti alle spirituelle Individualität. Obschon die Erfahrung des Einsseins mit dem Brahman eine Form von Befreiung ist, die Vorstellung, man könnte zu Gott werden, man könne dem allumfassenden Höchsten gleich werden, ist eine Wahnvorstellung, illusorisch wie eine Fata Morgana. Krishna ist und bleibt der einzige Gott, der einzig Höchste und Allmächtige. Krishna gebietet über ungeheure Kräfte.
im Grunde über eine ursprüngliche göttliche Kraft, Para Shakti, die ihrem Herrn in vielfältiger Weise zu Diensten steht. Als innere Energie, Chit Shakti, ermöglicht sie Krishnas Spiele. Als äußere Energie, Achit Shakti, erschafft sie unbegrenzte Universen, in Klammer, mitsamt ihrem Inhalt, etwa die verschiedenen Lebensformen mit ihren Veranlagungen. Und als marginale Energie, Tathastha Shakti, erzeugt sie unzählbare viele unendlich kleine Seelen, nämlich uns, die Lebewesen. Menschen, denen der Gedanke zuwider ist, Gott könne eine Person sein, Unglückselige, die nichts von seiner ewigen Gestalt und von seinen transzendentalen Namen, Eigenschaften und Taten wissen wollen, verherrlichen Befreiung als ein Einswerden mit dem Brahman. Sie genießen eingebildetes Glück, sobald sie sich gegenseitig über Mukti erleuchten. Ihre Seligkeit aber ist in Wahrheit wie die eines gequälten Häftlings, der sich aus schierer Ausweglosigkeit selbst töten will, einfach um seinem Elend ein Ende zu setzen. Besser meidet man solche Befreier wie auch ihre Riten und Praktiken. Eine blutige Tigerin fällt einen Menschen an und zerreißt ihn im Handumdrehen, und ebenso schnell verschlingt Mukti unsere persönliche Existenz. Gottgeweihte setzen Mukti mit Selbstvernichtung gleich. Im Brahma Rasamrita Sindhu 1.2.22.25 heißt es hierzu: Wie kann die Freude reinen Dienstes in mein Herz kommen, solange dort zwei üble Hexen, Genusssucht und das Trachten nach Mukti, ihr böses Spiel treiben? Fort mit ihnen! Nicht eine Spur der beiden wird man in den echten Dienern Krishnas finden. Wer in den Nektar der Lotusfüße Krishnas eintaucht, interessiert sich unmöglich für Erlösung. Drittens. Yoma Nayani Lakshmipada Rati. Zuneigung für Lakshmis Gemahl Narayana führt nach Vaikuntha. Das Wort Vyoma steht hier für Vaikuntha, den spirituellen Himmel, in dem Sri Narayana residiert, der Gemahl der Glücksgöttin Lakshmi. Grenzenloser Reichtum und ehrfurchtsgebietende Macht sind seine Merkmale. Wer sich ihm zuwendet und ihm dient, wird am Ende nach Vaikuntha gelangen und sich einer von vier Arten von Befreiung erfreuen: Sarupya, Gestalt und Merkmale zu besitzen, die denen des Herrn gleichen; Samipya, sein Gefährte zu werden; Salokya, auf demselben Planeten zu leben wie er; und Sarshti, den gleichen Reichtum wie er zu genießen. Sri Rupa Goswami schreibt, Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.55-59: Reine Gottgeweihte weisen jede Form von Befreiung zurück. Dennoch, die vier zuletzt erwähnten, Sarupya, Samipya, Salokya und Sarshti, sind mit Bhakti manchmal vereinbar, nämlich dann, wenn dabei der Wunsch dominiert, dem Herrn um seiner Freude willen zu dienen. Obwohl streng genommen sich auch hier ein Hauch Egoismus verbirgt. Unakzeptabel für alle, denen es um liebenden Dienst geht, ist Mukti, bei der man sich eigene Freude vom Reichtum und Glück Vaikunthas erhofft. Ekantika Bhaktas, unbeirrbare Geweihte, die treu ergeben sind und brennend
an Krishnas Dienst haften, wollen jedoch keine Art von Erlösung. Für sie ist sie nichts als ein Hindernis. Darin vertieft, die eigene süße Liebe zu kosten, kennen sie nur eines, Krishna glücklich zu sehen. Mukti lehnen sie selbst dann ab, wenn der Herr persönlich sie ihnen anbietet. Fußnote 20. Prema Sevo Tara Mukti nehmen Bhaktas manchmal an. Sukhaisharya Otara Mukti nie. Ekantige Bhaktas lehnen beides ab. Es gibt zahlreiche Inkarnationen Gottes und ebenso viele verschiedene Ekantiger Bhaktas, die ausschließlich ihrem Herrn treu ergeben sind. Von ihnen sind die, deren Herz von dem Krishna Vrindavanas, dem Sohn Nanda Maharajas gestohlen wurde, die glorreichsten, denn sie streben nach der ultimativen Liebe. Selbst die Güte Sri Narayanas kann sie nicht davon abbringen. Natürlich, vom absoluten Standpunkt aus, wird man zwischen Narayana und Krishna nicht unterscheiden. Beide sind derselbe höchste Herr. Aber doch ist Krishna übergeordnet, weil er den höheren Austausch von Liebe kostet. Die höhere Güte im Austausch von Gefühlen begründet Krishnas einzigartige Stellung. Die äußerste und tiefste Form von Liebe ist die Gemütsstimmung Mahabhava. Und nur Krishna kann mit Mahabhava geliebt werden, niemand sonst. Keine andere Inkarnation. Darum wird selbst Lakshmi, die stets an der Brust des großen Narayana ruht, zur Asketin und nimmt ungeheure Entsagungen auf sich, um in Krishnas Gemeinschaft dieses Glück kosten zu können. Der Vaishnava Sri Haridas drückte das einmal so aus. Padyavali 102. Nichts liegt mir an den blumigen Worten, die mir den Himmel verheißen, und erst recht nicht will ich Herr dieser Erde werden. Selbst die Namen Mukti und Lakshmi fesseln mich nicht. Mein Gemüt zieht es einzig zu jener strahlenden Gestalt, die dunkelblau wie ein junger Tamalabaum die Haine am Ufer der Yamuna verschönert. Viertens. Swarati Manida. Sie verleihen das Juwel ihrer Liebe. Atmarati, die reine Zuneigung der Seele, offenbart sich einem, wenn man von Radha Krishna gesegnet wird, der Seele aller Seelen. Die winzige Seele ist ewig Diener Krishnas und spontane Liebe ist darum natürlich für sie. Sie gehört zu ihrem Wesen. Dennoch weiß sie, solange sie bedingt ist, nichts von der ihr innewohnenden Rati. Zahllose Wünsche, geboren aus eigener Unwissenheit, bedecken und verschleiern sie. Rati zu besitzen bedeutet, wie Sri Ishvara Puri zu denken. Padyavali 75. Jene glücklichen und reinen Seelen in den Wäldern des Himalaya, die Weisen, die ihr fest ungestörten Gleichmuts feiern, frei von Unterschieden und Gegensätzen, frei von allen Ängsten, mögen sie doch ihre unbeschreibliche, transzendentale Freude kosten. Mich rührt das herzlich wenig. In meinem Herzen tollt ständig dieser junge Kuhhirte, dieser Knabe, dessen Haut aufregend dunkel schimmert, wie ein blauer Saphir.
der höchste Wonne verkörpert, der die Gopis innig liebt und der sich in Vrindavan unbeschwert mit Streichen vergnügt. Oder wie Sri Madhavendra Puri, Padyavali 76. Lass die Dichter ihre Poesie und Dichtkunst rühmen. Lass die Schriftgelehrten das Glück der Brahman-Erfahrung preisen. Ich für meinen Teil werde bei dem Kuhhirtenjungen Zuflucht suchen, der mit Gunja-Kette begrenzt und lieblich geschmückt eine Flöte an seine blühenden Lippen hält. Sri Kaviratna schrieb, Padyavali 78, meinen Geist verlangt es nicht, Herrscher der Erde zu werden, und auch der Himmelsfürst Indra beeindruckt ihn nicht. Er ist zu träge, sich um mystische Kräfte zu mühen, und der Gedanke an Befreiung kommt nie in ihm auf. Unaufhörlich aber rennt er dieser unbeschreiblichen Transzendenz hinterher, diesem Brahman, das im Wald von Vrindavan, am Ufer der Yamuna, von den rankengleichen Armen der Gopis umschlungen wird und das so einer frischen Monsunwolke ähnelt, von leuchtenden Blitzen durchsetzt. Und noch einmal Sri Madhavendra Puri, Padyavali 96. Möge doch recht bald dieser junge Hirte den Altar meines Herzens besteigen. Dieser vortreffliche Jüngling, der so trickreich die Pfade der Liebe wandelt. Erobernde Blicke fliegen aus den Winkeln seiner schönen, ruhelosen Augen. Lichtflecken spielen auf seinen Wangen. Darauf geworfen von seinen tanzenden, haifischförmigen Ohrringen. Mit kaum verhohlender Begierde sucht er den Rasertanz mit den fröhlichen Mädchen von Vraja. Das Juwel echter Zuneigung, transzendentale Rati, wird im Herzen nur erwachen, wenn man Sri Radha Krishna in Vraja verehrt. Und wenn Rati weiter gedeiht, kann sie eines Tages zur höchsten strahlenden Liebe zu Mahabhava erblühen. Erläuterung: Wer Krishna verehren will, muss nicht nur wissen, was er zu tun, sondern auch, was er zu lassen hat. Die Fachsprache nennt das Vidhi und Nishedha, Gebote und Verbote. Beide gehören zueinander, wie schon die wichtigste Aussage der Veden uns vor Augen führt. Die Anweisung, der alle anderen Anweisungen als Helfershelfer dienen. Denk immer an Krishna und vergiss ihn nie. Dieser Kardinalsatz der Veden verbindet Vidhi und Nishedha, denn denk immer an Krishna ist ein Gebot und vergiss ihn nie ist ein Verbot. In gleicher Weise lernen wir im Mana Shiksha, nimm an, was für Bhakti förderlich ist und lehn alles Hinderliche ab. Obwohl wir uns vielleicht im Unklaren darüber sind, was genau nun förderlich und abträglich ist, können wir durch die Barmherzigkeit der Sadhus und mit Hilfe der Schriften Unterscheidungskraft entwickeln. Vor allem einmal gehört Asat, Varta, unnützes Gerede zu dem, was wir ablehnen sollten. Raghunath Das Goswami selbst lernte dies von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Unnütz. Dazu gehört nicht weniger als alles Nicht-Spirituelle, alles im Bereich von weltlicher Religion, materiellem Fortschritt, Sinnenfreude und Befreiung.
Fußnote 21. Chaitanya Mahaprabhu unterwies Raghunath Das Goswami Gramya Katha na Shunibe Gramya Vartana Kahibe. Gramya oder Asat bedeutet Dharma, Artha, Kama, Moksha. Mahaprabhu warnte Sri Das Goswami: Nichts wird deinen Fortschritt mehr behindern als Asat Varta. Sprich deshalb niemals über Unnützes. Sprich über Krishna und Krishnas Dienst. Auch das Srimad Bhagavatam schließt sich an und rät uns, den Geist rein und von Asat Varta fernzuhalten. Ein unreiner Geist vereitelt das Bestreben, an Krishna zu denken und ihm zu dienen. Deshalb muss man den Geist reinigen. Und zwar, so schrie Chaitanyas Formel, durch das Chanten von Krishnas Namen. Unser Geist gleicht einem mit Müll und Unrat zugestopften Lager, voll von Eindrücken, die unsere guten und schlechten Taten dort in zahllosen Leben angehäuft haben. Und in diesem Chaos muss man Ordnung schaffen, indem man chantet. Die Verunreinigung ist von dreierlei Art: von unwissender, leidenschaftlicher und tugendhafter Natur. Die Verschmutzung der Tugend, Sattvaguna, ist zunächst nicht als Schmutz zu erkennen, denn sie macht uns zu sogenannten guten Menschen. Sie macht uns höflich, hilfsbereit, gehorsam und solcherlei. Aber leider macht sie uns nicht hingegeben, ja nicht einmal dem Herrn ergeben. Im täglichen Leben ist ein wenig Sattvaguna vonnöten und erwünscht. Aber irgendwann muss sich der Gottgeweihte auch von Sattvaguna lösen, weil sie immer noch zur vergänglichen Welt gehört. Alle drei Gunas sind letztlich Unrat, der uns verführt, den Sinnen zu folgen. Im schmutzigen Geist kann Hingabe nicht gedeihen. Man besudelt seinen Geist und zerstört seine Bhakti durch weltliches Gerede. Indem man seine Meinung in Gesellschaft von Leuten kundgibt, denen es nur um sinnliches Glück geht, oder unter solchen, die zwar äußerlich religiös, aber im Inneren materialistisch sind, oder die mit Gott eins werden wollen. Wer an Gesprächen dieser Art hängt, wird irgendwann anfangen, den Guru, die Vaishnavas und auch Krishna zu lästern und kommt so zu Fall. Darum, Brudergeist, Abstand zu Materialisten, Hedonisten und Nihilisten. Abstand zu allen, die für Rituale, Karriere, Sinneslust und Nirvana viel übrig haben. Lass dich nicht eine Minute auf unnützes Gerede ein, denn es wird den Samen der Liebe, den du in dir trägst, vertrocknen. Den seltenen Samen, den du nur durch Gemeinschaft mit Sadhus und nach Millionen Leben frommen Handelns bekamst. Bedenke, wer sündhaften Handeln verfallen ist, kann in einigen Leben befreit werden. Der Lästerer aber, der auf seinem Bhakti-Samen herumtrampelt, wird nie befreit werden. Was ist gefährlicher? Rauchen oder die Vaishnavas betrügen, etwa ihr Geld veruntreuen? Der Raucher wird irgendwann die Zigarette beiseite legen, der Heuchler aber ruiniert sich für alle Ewigkeit. In seinem Buch Jaiva Dharma beschreibt Srila Bhaktivinod Thakur eine Begebenheit, bei der ein Sadhu seinem Schüler verbietet, seine Kleidung, seine äußere Erscheinung zu wechseln.
Komm zunächst mit dir ins Reine, heißt es dort. Verinnerliche die Worte der Schriften und entwickle die Eigenschaften eines Vaishnava. Äußerlichkeiten wie Kleidung kannst du noch jederzeit ändern. Unser Geist hat die abscheuliche Neigung, immer nach dem Billigen zu streben, nach dem Äußeren und Vergänglichen. Asat Varta, sich mit dem Äußeren zu befassen, ist die Mutter allen wertlosen Geredes, und deshalb muss man rechtschaffend bemüht sein, davon abzulassen. Jedes Gespräch, das den Dienst zum Guru außer Acht lässt, jede Unterhaltung, die sich nicht um Krishna und seine Geweihten dreht, wird an unsere Entschlossenheit zerren, den Herrn zu verehren. Den festen Entschluss, Krishna zu dienen, nennt man Mati, eine Gesinnung, die von Freude am Dienst genährt und gelenkt wird. Zwar am Anfang unscheinbar winzig ist Mati, doch der Same der Bhakti-Pflanze, die sich nach und nach emporranken wird. Zu Stetigkeit, Geschmack, Anhaftung, Zuneigung, Liebe und noch weiter bis zur höchsten Ekstase. Man muss diesen seltenen und kostbaren Sprössling behüten und darf ihn nicht verwelken lassen, denn er wird alle unsere Begehren erfüllen. Er wird bis in Krishnas Reich klettern und Früchte köstlicher Liebe hervorbringen. Um jeden Preis ist zu verhindern, dass er Schaden nimmt. Das eigentliche Problem ist unser Wunsch nach einem leichten und bequemen Leben. Wir wünschen alles schön komfortabel. Essen, schlafen, reisen. Und nicht nur im Jetzt, sondern am besten bis in alle Zukunft. Mahaprabhu dagegen riet Raghunath Das. Baluna gaibe ara, baluna paribe. Speise nicht üppig und kleide dich schlicht. Ständig sind wir emsig und geschäftig, uns unsere Asat-Wünsche zu erfüllen. Diesen Drang aufzugeben, ist unsere erste Pflicht. Dabei geht es nicht bloß um grobe Verfehlungen. Schon wenn wir für Krishna kochen und uns dabei das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn wir an unseren Gaumen denken, wo wir Krishna erfreuen sollen, auch das ist Asat Varta. Der Geist ist ein Betrüger und mit allen Wassern gewaschen. Man muss also auf der Hut sein. Mukti, Befreiung, wird hier mit einer Tigerin verglichen. Schon über Mukti zu sprechen ist gefährlich. Wie Srila Bhaktivinoda Thakur kommentiert, ist damit ein Sich-Auflösen gemeint, das Auslöschen der Existenz des Atma. Atma dabei nicht bloß als Seele, sondern auch als Körper, Geist und Intelligenz verstanden, die für Krishnas Dienst vonnöten sind. Wenn der Atma vernichtet ist, kann vom Dienen keine Rede mehr sein. Viele denken, lass mich dem Mühsal entfliehen, dem Elend dieser Welt, dem Karussell des Kommens und Wiedergehens. Und so streben sie nach Mukti. Weil es für uns unnatürlich ist zu leiden, weil Frieden und Freiheit solch gewichtige Rollen im Leben der Menschen spielen, haben die spirituellen Lehrer Mukti genau untersucht. Beste Befreiung ist die, bei der die materielle Existenz für immer beendet wird. Das aber ist leicht auf dem Bhakti-Pfad zu erreichen. Was zu erlangen andere sich unsäglich abmühen müssen, bekommen die Gottgeweihten als Gratisgeschenk mit dazu, wenn er Krishna lieben lernt. Gemeinhin stellt man sich vor, Mukti lasse einen mit dem Göttlichen verschmelzen, mit Gott eins werden. Das ist absurd.
Man könnte sagen, Brahma Bhuta Prasanatma. Wer glaubt, er werde zum Brahman, ist vom Bhuta, vom bösen Geist, besessen. Der Posten des höchsten Allmächtigen ist schon besetzt, und zwar von Krishna. Und wir winzige Lebewesen können ihm diesen nicht streitig machen. Krishna gebietet über eine höchste Energie, Parashakti, die von Srimati Radharani verkörpert wird. Diese Parashakti manifestiert die spirituellen Reiche bei Kuntas und alle anderen Kräfte und Energien gehen von ihr aus. Die materielle Energie etwa, die als Schatten der spirituellen unsere Erscheinungswelt hervorbringt. Und genauso die marginale Energie, von der wir gewöhnlichen Seelen abstammen. Wahre Liebe bedeutet, dass man den Herrn und seinen Gefährten, Guru und die Vaishnavas, zufrieden sehen will. Selbstsucht, auch der Wunsch, sich an Vaikunthas Reichtum zu erfreuen, hat darin keinen Platz. Lieben zu lernen bedeutet, für Krishna aus sich herauszugehen und rastlos darum bemüht zu sein, ihn zu verwöhnen. Und, mein lieber Geist, weil es keinen guten Grund gibt, damit lange zu zögern, beginn am besten gleich.